Ich empfehle übrigens gerade nach Schleswig-Holstein zu gucken, die ja die Notlage ausgerufen haben, wie ich finde, mit einer sehr klugen Begründung auch. Das ist genau der Zusammenhang, den Sie gerade auch von mir aus den Tagen... Spielen alle eine Maskerade. Lasst euch nicht verarschen. Das möchte ich euch eigentlich mit dieser Reaktion nur mitgeben. Diese Regelung, die da in unserem Grundgesetz steht, die hat da nichts verloren. Und jetzt wird da um technische Details gerungen, anstatt das ganze Konstrukt mal in Frage zu stellen. Wirklich, es ist so furchtbar. Aber grundsätzlich werden wir nicht um die... Fan der Schuldenbremse, weil sie... Ich sag ja, wer nichts sagt, den überspule ich einfach. Georg Schramm hat gesagt, man sollte solchen Leuten einfach das Mikrofon ausstellen. Aber Anne Will stellt ja nicht mal Fragen, auf die man nicht antworten könnte. Sie sagt selber nichts und lässt ihre Gäste nichts sagen. Es ist ein einziges Armutszeugnis. Ja, Deutschland 2023. Also wir fahren gegen die Wand und diskutieren darüber, ob wir das mit 90 km/h oder lieber mit 100 km/h tun wollen. Sie ist quasi das Instrument für uns Steuerzahler, weil sie nämlich darauf achtet, dass sie in der Politik unser Steuergeld nicht für... Und wir diskutieren darüber, ob das Duftbäumchen in unserem Auto gelb, grün oder blau sein soll. Das ist natürlich auch noch ganz wichtig. Und nur zu Sachen ausgeben. Sie verhindert nicht die wichtigen Ausgaben, sondern sie verhindert... Nein, das Mikrofon ausstellen über Bijan Dabasoli. Bijan hat ja wenigstens was gesagt. Nein, wenn... Jörg Schramms Vorschlag war, wenn Politiker in einer Talkshow sind und dreimal auf die Frage vom Moderator nicht antworten, und dann muss der Moderator natürlich sinnvolle Fragen stellen, er darf sie nicht fragen, wie ist denn die Stimmung in der Koalition, also solche bescheuerten Fragen, die keinem irgendeinen Mehrwert bringen, sondern ja, was halten sie eigentlich von der Schuldenbremse? Abschaffen oder nicht? Wenn du da mal dreimal nicht drauf antwortest, okay, sie können hier sitzen bleiben, sie können weiterreden, aber das Mikrofon machen wir ihnen schon mal aus. Das war Georg Schramms Vorschlag. Er ist ein Kabarettist, das ist ein ziemlich radikaler Vorschlag, aber ja, besser als sich dieses Gesabbel hier anzuhören. Das ist doch unglaublich. Kannst du mal kurz erläutern, warum? Was meinst du denn? Meinst du, warum die Schuldenbremse Unsinn ist? Also, die Unternehmen sind in fast allen Industrieländern Nettosparer. Die Unternehmen investieren also nicht mehr, sie sparen. Die Privathaushalte sparen sowieso immer einen Teil ihres Einkommens. Und nun hat der Staat die Wahl. Entweder er versucht, das auszugleichen, oder er gleicht das nicht aus. Wenn der Staat es nicht ausgleicht, also alle versuchen zu sparen, alle senken ihre Ausgaben für BIP-relevante Güter. Was passiert dann? Ja, die Nachfrage sinkt. Die Nachfrage sinkt, das heißt, der Gewinn der Unternehmen sinkt. Die Unternehmen können nicht mehr so viele Produkte absetzen, beziehungsweise sie können die Produkte nur zu einem niedrigeren Preis absetzen. Das heißt, sie müssen produzieren bei sinkendem Gewinn logischerweise im nächsten Jahr weniger. Das heißt, sie entlassen Arbeiter. Das heißt, wir haben sich selbst verstärkenden Abwärtsprozess, eine sogenannte Deflationsspirale. Das ist ein Prozess, der sich selber verstärkt und der durch nichts außer durch steigende Nachfrage aufgehalten werden kann. Also es gibt keinen automatischen Stabilisierungsmechanismus, der da greifen und die zuverlässig verhindern würde. Wenn es bergab geht, dann geht es bergab und dann muss der Staat das stoppen. Und aktuell sehen wir, dass die Wirtschaft seit einem Jahr in Deutschland nicht wächst, eher tendenziell schrumpft. Ich hatte euch gezeigt, beim Bausektor, da gibt es einige Großaufträge, die das jetzt wieder ein bisschen nach oben ziehen am äußersten Rand. Aber der Wohnungsbau, der ist weiterhin sehr schwach und in einer energieintensiven Industrie, die Produktion, die erholt sich nicht. Und die Produktion in der gesamten Industrie, die rutscht weiter ab. Also das ist die Situation, die wir haben. Es geht eher tendenziell bergab, egal welches Zahl da jetzt fürs BIP konkret ausgewiesen wird. Die Zahlen sind nahe Null gerade, also die Wachstumszahlen, die sind nahe Null. Das heißt, wir sehen kein Wachstum oder sogar leichtes Negativwachstum. Das werden wir über die nächsten Quartale sehen, wie sich das entwickelt. Aber aktuell keiner dieser Indikatoren, die zumindest ein bisschen aktueller sind als das BIP aus dem letzten Quartal, zeigt irgendwie nach oben. Die zeigen eher nach unten.